Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und heute möchte ich euch noch mal ein bisschen so die Fahrregler, Module, Kettenmischer und so weiter näher bringen, wie man sie anschließt, wofür das Ganze gut ist und so weiter. Ja? Und dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier ein paar Sachen mit dabei. Das sind mal die Regler, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe noch einen UBIC-Regler mit dabei, den wir heute brauchen, einen Kettenmischer und ein Endlagen-Add-on. Die Sachen brauchen wir nachher noch. Und für die nächsten Folgen schon mal ein kleiner Ausblick. Ich habe hier noch einen Truck-Regler, ein Truck-Profi-2-Modul und ein Bremslicht-Modul. Auch hier möchte ich euch natürlich mal einen Vergleich von den Reglern zeigen und auch, wie man das Ganze dann anschließt, wofür welches Modul und so weiter gut ist. So, fangen wir an. Das sind die Regler, AS12 6RW Easy. Ich bestelle die immer ohne Kabel. Ich blende euch mal hier oben irgendwo ein, wie ich das Ganze löte. Das läuft so nebenzu jetzt, das geht ratzefatze. Aber ich habe auch noch ein längeres Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben oder unten, wo ich nochmal erkläre, genau wie die zu löten sind. So schauen die hier aus. Und wie gesagt, ich bestelle die immer in so einem 6er Päckchen ungelötet, weil ich löte dann einfach die Kabel so hin, wie ich sie brauche. Die gibt es aber auch mit Kabel. Das heißt, wer sagt, ich habe nur so einen dicken Lötkolben und komm, das so filigran löten ist nicht, oder ich habe da einfach keine Lust zum Löten oder habe Angst, dass ich da was kaputt mache, dann bestellt einfach die mit Kabel, überhaupt kein Thema. Ja? So, mit dabei ist einmal die Bedienungsanleitung mit den Leistungsmerkmalen und natürlich, wie man alles anschließt und so weiter. Ja? Die sind selbstlernend, die finden selber ihren Nullpunkt, zeige ich euch nachher. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal 3 Stück gelötet. 1, 2, 3. So, das ist der aus dem Lötvideo. Und das sind die anderen hier. Die anderen 2, die habe ich jetzt bloß mit Isoliertape schnell umwickelt. Die brauchen wir jetzt als erstes. Das hier können wir wegpacken. Genau. Was macht so ein Fahrregler? Der Fahrregler übersetzt im Endeffekt im Großen und Ganzen einfach nur das Signal von der Fernbedienung für die Motoren. Das heißt, will ich Gas geben, dann sagt der Fahrregler, ach okay, so viel Gas muss ich geben, so viel Strom bekommen die Motoren, damit der Motor so und so schnell dreht. Damit wir das Ganze mal testen können und jetzt nicht nur irgendwas einbauen, habe ich hier einmal so ein altes Panzermodell, das habe ich irgendwo mal auf dem Flohmarkt bekommen. Da habe ich die ganze Elektrik rausgeschmissen. Das Einzige, was ich gelassen habe, ist hier unten das Batteriefach und der An-Ausschalter. Batteriefach mit einem anderen Stecker natürlich. Und genau. Jetzt haben wir hier 2 Motoren, links und rechts, und die wollen wir ansteuern. Das ist jetzt mal so der Aufbau. Ihr könnt natürlich mit diesen Fahrreglern jeden Motor ansteuern, der im Endeffekt nicht brushless ist. Also die brushless Motoren, das sind die mit den 3 Kabeln. Das hier ist für die ganz normalen Motoren, das heißt Plus und Minus, und wenn ich es umpole, dreht er sich in die andere Richtung. Das gleiche funktioniert natürlich auch für die RB25 Motoren, die ich jetzt zum Beispiel in meinen Bausätzen ja immer verwende, oder RB35 Motoren, oder auch hier, ich habe so eine Seilwinde hier jetzt mal, hat auch so einen Stecker dran, ist aber im Endeffekt auch einfach nur ein Motor mit Plus und Minus. Auch hier könnte ich diesen Fahrregler verwenden, um die Seilwinde zu steuern. Überhaupt kein Problem. Ja, das heißt, für jede Funktion, wo ihr so einen normalen Motor habt, könnt ihr den Fahrregler verwenden. Sind sehr klein, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Baggermodell habe mit elektronischen Zylindern, dann brauche ich halt je Zylinder einen Regler. Ja, das heißt, für jeder Motor kriegt einen, jede Funktion kriegt einen, denn ich kann natürlich an einen Regler auch mehrere Motoren anschließen, die die gleiche Funktion erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen LKW habe mit 4 hinteren Motoren, die kann ich alle da drauf klemmen. Ja, der Regler hält aus 6 Ampere im Dauerstrom, 10 Ampere in der Spitze, falls mal höhere Blockierströme kommen. Da müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass die Motoren jetzt nicht so viel Ampere verbrauchen, dass da irgendwas passieren könnte. Mein größtes Modell ist der Volvo, der hat 10 Motoren auf einen Regler. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die alle blockiere, und im normalen Fahrbetrieb reicht das völlig aus von der Stromstärke her, also mit diesen hier. Da habe ich 10 von den RB25 Motoren. So, genug gequatscht. Jetzt wollen wir das Ganze anschließen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Verkabelung schon ein bisschen vorbereitet. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz zur Erklärung. Hier unten kommt die Batterie rein. Der Pluspol wird hier auf diesen An-Ausschalter geschleift. Genau, dass wir es an- und aus machen können. Und dann habe ich jetzt hier auf den Klemmen im Endeffekt den Akkustrom liegen
Plus und Minus. Ja, und da können wir das Ganze anschließen. Wie gesagt, ich habe einen Motor rechts und einen links. Bedeutet schon mal, der hier ist Plus auf Plus, Minus auf Minus gelötet. Beim anderen Motor, damit der technisch gesehen in die gleiche Richtung läuft, das heißt, wenn ihr jetzt auch zwei 25er Motoren hier drin hättet und ihr wollt, dass beide in die gleiche Richtung fahren, wenn ich Gas gebe, dann muss einer vertauscht sein. Das ist auch bei meinen Pendelachsen so. Das eine Seite ist genau umgepolt, damit die überhaupt mit einem Akku beziehungsweise mit einem Fahrregler, mit einem Fahrregler fahren. Das heißt, weil der gibt ja das Signal an die einen und sagt, hier ist Plus, fahr mal vorwärts, dann muss ich das auf der anderen Seite drehen, weil sonst würden die ja gegenläufig laufen. Ja, das wäre natürlich Quatsch, das wollen wir nicht. So, wie schließen wir den an? Die Fahrregler haben immer drei Anschlüsse in dem Fall. Das heißt, wir haben hier einmal einen Anschluss für den Motor. Bei dem hier habe ich einen Stecker hingemacht. Hier sind nur zwei Kabel dran. Ihr könnt natürlich auch direkt auf den Motor drauf löten. Zur Einfachheit halber habe ich jetzt mal einen Stecker hingemacht. Dann haben wir einmal den Servoanschluss. Das heißt, hier wird das Signal übertragen für den Fahrregler vom Empfänger. Was mache ich denn hier mit der Fernbedienung? Das heißt, was ich hier steuere, bekommt der Empfänger. Und der Empfänger sagt jetzt hier dem Fahrregler, was er an Strom an die Motoren abgeben soll. Und damit jetzt nicht der ganze Strom über den Empfänger geschleift wird, ist der Fahrregler hier mit eigenem Strom ausgestattet. Das heißt, hier schließen wir den Fahrregler ganz regulär am Akku an. Der kann bis zu 3S Akkus, der Regler hier, der kleine, 2 oder 3S sind hier optimal und die schließen wir damit an. Ja? Und wie gesagt, wir haben hier einen Kettenantrieb, das heißt, ich kann jetzt nicht einen Regler für beide Ketten benutzen, denn dann würden beide nur vor- und zurückfahren. Und lenken wäre dann nicht mehr, sondern ich brauche einen für links und einen für rechts. Jede Funktion bekommt einen Regler. Ja? Und dann machen wir gleich das erste. Das heißt, wir nehmen hier die Pluskabel und schließen schon mal das hier an den Strom an. Ich mache es mir mal einfach. Ich mache hier mal so Klemmen. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen oder das zusammenlöten. Hier fahre ich somit ganz gut. Man muss immer schauen, dass das auch hält. Das sind die kleinsten Valvo-Klemmen, die ich gefunden habe. Da geht es auch mit dem Kabelquerschnitt noch ganz gut. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht zu klein, dass alles zu klein, dass nichts mehr reingeht, aber auch nicht zu groß, dass die Kabel immer und wieder rausfallen. So, also Strom hat er. Dann brauchen wir einmal Motor links und einmal Motor rechts. So, ein Motor links, ein Motor rechts und den hier. So, und jetzt da kriegen die Fahrregler noch ihren Anschluss. So, schauen wir mal. Das müsste der hier sein. Das Weiße ist übrigens immer Signal und bei den Fahrreglern ist es bei dem Empfänger ist es oben. Das ist aber immer ein bisschen unterschiedlich. Also, soweit sind wir schon gerichtet, was die Fahrregler angeht. Und jetzt ist es so, dass diese Easy-Fahrregler, die kleinen, haben keine Stromversorgung für den Empfänger. Denn der Empfänger will ja natürlich auch irgendwie mit Strom versorgt werden. Und wir haben die Truck-Regler, die großen, die haben zum Beispiel automatisch ein BEC-Modul verbaut und versorgen den Empfänger einfach parallel mit. In diesem Fall ist es so, brauche ich hier gleich das zweite Teil. Das ist das UBEC-Modul 5 bzw. 6 Volt mit 3 Ampere. Das reicht soweit völlig aus, wenn ihr sagt, ich habe ein Modell, fahren und lenken zum Beispiel mit einem Lenkservo, dann reichen die 3 Ampere aus. Bei zwei Lenkservos reicht es prinzipiell auch aus. Muss man aber immer gucken, was man natürlich für Servos verbaut. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe relativ große, starke Servos drin, die in der Spitze dann über die 3 Ampere kommen, würde ich tatsächlich zwei einbauen. Weil einfach sonst der Empfänger unterversorgt wird und das führt immer zu Problemen. Ja, das ist einfach so. Der hier kommt hier einfach rein, das heißt, ich stecke einmal hier diese Seite an den Fahrakku an. Das ist also popel einfach. Ich nehme immer die Seite übrigens hier zum Anschließen, da wo das Akkukabel auch reinkommt, dass der immer safe mit Strom sauber versorgt ist. So, so. Ihr könnt die natürlich auch alle komplett zusammendrehen, ja, in einen riesen Klotzen, aber das ist ja auch nicht schön. Also,
Der UBEC-Regler hat auch Strom. Der bekommt, den kann ich hier speisen mit 2 bis 6 S-Lipos, heißt 6 bis 25 Volt. Und wie gesagt, gibt 3 bis in der Spitze auch mal 5 Ampere an den Empfänger ab. Und ich stelle die immer um auf 6 Volt, einfach weil die Servos, wenn ich Lenkservos mit drin habe, dann einfach sauberer laufen und ein bisschen mehr Power haben. Sie brauchen zwar auch mehr Strom, aber das ist so marginal. Ich meine, ihr lenkt ja nicht die ganze Zeit Hauptstrom, nehmen nach wie vor die Fahrregler natürlich irgendwo ab. Ja. So, also, der Empfänger ist auch mit Strom versorgt. Was ich nie mache in diesem Zug übrigens, eine Empfängerbatterie einbauen. Also früher klingt komisch oder macht man vielleicht immer noch in manchen Bereichen, ich weiß es tatsächlich nicht, ich kenne es nicht mehr, gab es extra Empfängerakkus mit 5 bzw. 6 Volt, die man hier angeschlossen hat. Das heißt, ich hatte einen zweiten Akku im Modell. Habe ich so tatsächlich nicht mehr gesehen, weil dieses Modul hier einfach über den Fahrakku das Ganze ersetzt. Ja? Das ist so klein, so kleine Akkus. Was will ich damit? Ja? So, und ich habe ja eh den Akku drin, das heißt, ich müsste ja sonst auch immer zwei Akkus kontrollieren. Genau, wir gehen es nochmal durch. Hier unten kommt der Strom von der Batterie. Dann habe ich hier den Verteiler. Einmal gehen hier in dem Fall jetzt, 7,4 Volt. Ich unten anstecke, 7,4 Volt werden umgewandelt in 6 Volt für meinen Empfänger. Die 7,4 Volt gehen jeweils in den Fahrregler rein und der bekommt sein Signal dann über die Empfänger und gibt dann an die Motoren weiter, was sie zu tun haben. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's los. Jetzt testen wir das gleich einmal. Wir bauen mal den Akku ein. So. Alles ist drin. Wichtig, erst Fernbedienung einmachen, denn die Regler haben eine Nullpunkterkennung. Heißt, wenn ich das Modell jetzt anschalte, schaut der Regler nach, wo ist die Position meines Joysticks. Die ist jetzt auf 0, das heißt, ich sollte jetzt auch nicht irgendwie mit der Hand oder weil ich das Ding gerade komisch in der Hand habe, hier irgendwie was betätigen, wenn ich das Modell anmache. Denn der lernt den Nullpunkt ein. Wenn ich jetzt hier nach unten drücke und ich schalte das Modell an, dann sagt er, hier ist 0. Und wenn ich loslasse, sagt er, ach, jetzt fahren wir vorwärts. Ist natürlich Quatsch, will kein Mensch. Deswegen Fernbedienung anmachen, zur Seite legen, Modell einschalten. Und jetzt, da ist es so, der erste Piepser ist die Fernbedienung, die den Empfänger findet. Und das zweite Piepsen, ich heb das mal kurz zu euch dann hoch, sind die Regler. Und die machen dit, dit, dit. Und dann ist alles wunderbar. Dann wisst ihr, Nullpunkt erkannt. Ich hoffe, man hat es gehört. Das war's. Die Regler leuchten jetzt blau. Die leuchten übrigens dauerhaft blau, wenn sie in Betrieb sind. Ich hoffe, man sieht es irgendwie auf der Kamera. Hier drin. So. Also die leuchten dauerhaft blau und in dem Moment, wo ich eine Funktion drücke, geht dieses blaue Licht aus. Ja, da auch immer wieder eine Frage, die ich bekomme. So ist das Ganze. So, ich habe das Ganze jetzt auf die Ding hier gelegt. Jetzt schauen wir mal nach, ob das alles richtig schon eingestellt ist. Das hier ist die linke Kette vorwärts und rückwärts. Das hier ist die rechte Kette und die läuft noch falsch rum. Da muss ich noch einmal schnell umschalten. Hier in dem Programm habe ich Reverse, aber ich glaube, das haben so ziemlich alle Fernbedienungen inzwischen. Das heißt, ich kann mein Ding einfach umdrehen, meine Fahrrichtung. Wenn das jetzt falsch rum wäre und ich kann es nicht umprogrammieren, dann kann ich hier natürlich Plus und Minus einmal tauschen. Geht. Ja, ist überhaupt kein Problem. So, also schauen wir. Jetzt da. Jetzt habe ich eine klassische Panzersteuerung. Das heißt, beide vor, beide zurück. Oh, so. So. Und jetzt seht ihr auch schon die Besonderheit hier von den Reglern zu irgendwelchen Billigreglern für 1-2 Euro. Das heißt, der hier hat unwahrscheinlich viele Abtastpunkte, wo sich mein Joystick befindet. Das heißt, wenn ich hier nur ganz sanft drauf gehe, kann ich den auch dementsprechend ganz sanft fahren. So. Je weniger Punkte ich habe, müsst ihr euch vorstellen wie so eine Treppe, dann
macht er natürlich immer so Sprünge. Das heißt, ich kann gar nicht so filigran fahren. Und bei denen ist es schon sehr filigran, aber am extremsten ist es wirklich bei dem großen Truck-Regler. Den könnt ihr fahren wie Butter. Das ist so weich, so irre. Das ist der Wahnsinn. So, also, wir haben die Regler drin und wir haben das UBEC-Modul verbaut. Das ist soweit alles drin. Das heißt, das ist schon mal der Grundstock. Ihr könnt ein Modell komplett fahrfertig aufbauen. Ist also gar kein Hexenwerk. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe ja jetzt keinen Kettenpanzer, sondern nur einen LKW oder irgendetwas anderes, ich will nur fahren und lenken, überhaupt kein Thema, dann habt ihr einen Regler fürs Fahren und Lenken wird in der Regel über einen Servo gemacht. Dann kommt hier der Servo hin, Stromversorgung dran und das Thema läuft. Die Elektronik ist tatsächlich überhaupt kein Hexenwerk, was das angeht. Und wie gesagt, die Regler gibt es mit fertiger Verkabelung. Da braucht ihr auf dem Regler selber nichts mehr umlöten. Ist also überhaupt kein Problem. Ein Problem, was wir jetzt hier haben, ist, wir haben jetzt eine klassische Kettensteuerung. So, ihr seht schon, gerade ausfahren ist für mich hier schon ein bisschen problematisch. Ja, mit viel Konzentration. Aber die Ketten laufen auch ein bisschen unterschiedlich an. Ja, die eine Kette hat ein bisschen mehr Widerstand, der andere Motor ist ein bisschen schwächer. Da ist der Ankerpunkt im Motor vielleicht ein bisschen anders. Und schon laufen die Ketten nicht synchron an und er dreht sich am Anfang. Also die rechte Kette ist ein bisschen träger hier bei dem Modell. Und dadurch hat das Modell immer ein bisschen einen Rechtsdrall erstmal. Und wenn ich jetzt irgendwo drauf fahren will oder filigran auf irgendeinen Anhänger oder sowas drauf fahren will, ist es natürlich problematisch. Ja? Daher kommen wir dann zum nächsten Punkt. Machen wir hier weiter. Bei dem Modell ist es nicht ganz so schlimm, weil ich ja nur vorwärts und rückwärts fahren muss. Das heißt, ich habe ja hier wirklich jede Hand für eine Funktion frei. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich habe hier eine Raupe zum Beispiel, dann möchte ich natürlich mehrere Funktionen gleichzeitig fahren. Das heißt, ich will fahren, Schild heben und senken und vielleicht noch tilten, also links und rechts schwenken, dann brauche ich hier schon mehr. Wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier auf diesen und müsste jetzt parallel auf der einen Seite noch Schild heben, senken, auf der anderen Seite noch Schild drehen, dann kriege ich irgendwann Knoten in die Finger. Und ich habe das Problem auch hier, dass eine Kette oft ein bisschen langsamer anläuft und das Modell sich immer erstmal ein bisschen verdreht. Ja? Das heißt, was möchte ich haben? Ich möchte auf einer Seite fahren und lenken, also sprich vorwärts, rückwärts, links und rechts soll die Kette fahren. Und auf der anderen Seite habe ich komplett meine Funktion. Da kann ich Schild heben, senken, Schild kippen oder eben auch, wenn ihr einen Delta-Lader habt oder einen Kettenlader, also sprich einen Radlader mit Ketten, auch hier ist es natürlich einfacher zu sagen, ich fahre hier einfach vorwärts, rückwärts, links und rechts. Und auf der anderen Seite habe ich immer Schaufel, Heben, Senken, Ausleeren und so weiter. Ja? Und dadurch kann ich das ganze Modell natürlich viel, viel schöner fahren. Das andere ist es, ich habe für meinen Junior mal ein Kettenfahrzeug gebaut und der kam mit diesen Fernbedienungen nicht klar. Klar, 5 Jahre, kleine Hände, Katastrophe. Dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen so eine Fernbedienung her. Und mit sowas kann ich auch ein Kettenfahrzeug fahren. Also tatsächlich kann ich dieses hier auch mit denen hier fahren. Aber wenn ich das jetzt in dieser Konfiguration mache, hätte ich ja hier Kette 1 vorwärts rückwärts und hier die Kette 2 vorwärts rückwärts. Und jetzt hier, ich sage jetzt mal, richtig zu fahren, ja, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja, das ist ein Kunststück, aber das Ganze ist furchtbar einfach zu lösen. Das heißt, heute geht es um den Kettenmischer. Der Kettenmischer macht einfach bei 1. Der mischt die beiden Ketten zusammen, damit ich sie mit einem Joystick vor, zurück und links und rechts einfach fahren kann. Super einfach, wie genial und macht genau das, was es soll. So schaut das schöne Ding aus und hier ist auch alles schön beschriftet. Ich hoffe, man kann es lesen mit der Spiegelung. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite Lenkung und Gas und auf der anderen Seite hier Regler 1 und Regler 2. Das Ganze schließen wir jetzt einmal an und wir müssen mal gucken, wir wollen das Ganze hier haben. Das heißt, wir haben hier den Kanal 3, der bleibt fürs Fahren und Kanal 4 ist Lenken. So, es ist ein bisschen tricky und deswegen zeige ich euch das auch, wie wir das Ganze jetzt machen. Wir machen einmal das Modell aus, so, damit nichts passiert. Ja. So, ich habe hier meine 2 Fahrregler. Ich habe hier einmal Gas, war Kanal 3.
Und einmal lenken, das ist dann Kanal 4. Was, 4? Ja. Einmal lenken, Kanal 4. So, das heißt, der Regler weiß, auf Kanal 3, was passiert, will ich, dass beide Gas geben, vorwärts wie rückwärts. Und auf dem anderen will ich, dass du einmal nach links fährst und einmal nach rechts. Und jetzt kommt eigentlich nur die einzige Problematik oder die einzige Schwierigkeit, die wir haben. Wo ist links und wo ist rechts? Und da hier, ich habe mir das schon oft überlegt, ich mache das tatsächlich, ich stecke es ein, probiere es aus, stecke es um. So, ist das Einfachste. Heißt, wir stecken das jetzt hier einmal an und testen es gleich mal. Modell ein. Einmal das Piepsen abwarten, das hat sich natürlich nicht verändert. Und jetzt da will der Kettenmischer aber eingelernt werden. Der will einmal den Nullpunkt wissen. Und das Zweite, was er wissen will, ist, wie stark er die Ketten zueinander abbremst. So, das heißt, wir haben hier ein kleines Potty drauf und wir haben hier einen Nullpunkterkenner. Dieses Potty kann ich ganz nach links drehen, also gegen den Uhrzeigersinn. Dann ist es so, dass wenn ich einlenke, die Ketten richtig gegeneinander arbeiten. Dann ist es das am höchsten eingestellt, der Gegenlauf. Ich kann es aber auch mit dem Uhrzeigersinn ganz einmal rumdrehen. Dann wäre ich bei 20% ist es, glaube ich. Das ist das Maximum, was ich hier schalten kann. 20 bis 100, genau. Dann ist es so, dass die andere nur abgebremst wird, aber nicht direkt volle Möhre gegenläuft. Ja? Ich will bei so einem Modell und auch bei den anderen, dass wenn ich einlenke, dann soll der 100-100 laufen. Dann soll er sich technisch gesehen auch wirklich auf der Stelle drehen können. Ja, ich will da jetzt nicht umdenken, weil er würde sonst immer noch eine Kurve fahren. Also, heißt, ich drehe es einmal ganz nach links und dann lerne ich hier diesen Nullpunkt ein. Das heißt, ich drücke hier einmal, er blinkt dreimal, Thema Nullpunkterkennung geändert. Wenn ihr hier das Potty verändert, das müsst ihr übrigens nur einmal machen, danach nie wieder. Wenn ihr Modell an- und ausmacht, ist überhaupt wurscht, der muss das nur einmal wissen, wo der Nullpunkt ist. Wenn ihr am Potty was ändert, dann müsst ihr das nochmal neu einlernen, denn diese Abfrage von diesem Potty passiert nur dann, wenn ihr auf diesen Knopf drückt. Das heißt, wenn ich jetzt was ändere, ist die Änderung erst wirksam, wenn ich wieder diese Nullpunkterkennung mache. Okay? Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr könnt hier rumdrehen, wie ihr wollt. Es wird sich nichts verändern, solange ich den Nullpunkt nicht neu einlerne. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf 100% rumgedreht. Das ist einmal gegen den Uhrzeigersinn, bis es zum Anschlag. Habe dann da hier drauf gedrückt, kann ich auch nochmal machen. Und den Nullpunkt eingelernt. Er blinkt dreimal. Und jetzt brauche ich auch nichts mehr machen. Das heißt, ich habe ja einmal die Nullpunkterkennung vom Kettenmischer eingelernt und die Regler machen das sowieso automatisch beim Modell einschalten. Hier brauche ich nichts mehr machen. Also ich muss das nicht jedes Mal tun, sondern ich mache das einmal beim Zusammenbauen. Oh, hier ist die Kette locker. Hoffentlich reißt die nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt alles auf den linken Joystick gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann fahren beide nach vorne. Und wenn ich hier rinne, von beide nach hinten und wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann sollte die hier nach vorne laufen und die hier nach hinten. Genau, und in die andere Richtung genau das gleiche. So, was hier jetzt das Schöne ist, das heißt, ich kann jetzt hier auch einen Bogen fahren. Das heißt, wenn ich mache jetzt mal das Modell aus, weil das relativ laut ist und ich weiß nicht, ob ihr mich dann hört. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, fahren ja beide nach vorne. Wenn ich jetzt hier nach links gehe, bin immer noch ganz vorne, dann bremst er die eine Kette ab, während die anderen auf Vollgas weiterläuft. Und dadurch kann ich auch einfach eine Kurve fahren. Das heißt, ich habe nicht dieses zack, 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 eckige. Ich fahre hier nicht irgendwie so einen Eckigkurs, weil ich hier mit zwei Joysticks das irgendwie auspendeln muss, sondern ich fahre hier einfach nach vorne, gehe hier links rüber oder gehe im langsamen Fahrt mit links rüber und je nachdem, wie ich da lenke, fährt auch das Kettenmodell einfach eine Kurve. Und genau dafür ist dieser Kettenmischer da, um diese Funktionen so zu steuern. Ich zeige euch das mal. Jetzt fahre ich dann wahrscheinlich eh alles über den Haufen. So. Sieht man den Joystick auch noch? Hier. Also, das heißt, ich kann jetzt hier einschalten. Wunderbar, und jetzt kann ich hier einfach nach rechts drehen oder eben nach links drehen. So. Jetzt reißen wir alles raus. Die Ketten sind relativ griffig tatsächlich. So. So. Aber ich kann eben auf der Stelle drehen und ich kann hier ganz easy einfach vorwärts und rückwärts fahren.
Und genau das macht der Kettenmischer. Wie gesagt, überhaupt kein Hexenwerk, wird einfach nur dazwischen geklemmt, kann ich jederzeit nachträglich einbauen, wenn ich merke, okay, ich komme mit der Steuerung nicht klar, ich möchte es irgendwie anders haben oder. Ja? So. Das war soweit der Kettenmischer. Das heißt, wir haben jetzt die Fahrregler drin, wir haben den BEC-Regler drin und wir haben einen Kettenmischer drin. Das war erstmal der Punkt. Was ich natürlich machen kann, ich kann hier auch andere Funktionen natürlich zusammen mischen. Da ist wirklich eher dann Try and Error, was mache ich hier. Bei mir hat es jetzt von den Ausrichtungen her schon mal super funktioniert. Was wäre, wenn es jetzt falsch rum wäre? Wir können es einmal schnell umstecken. Wie gesagt, wenn die Ausrichtung jetzt zum Beispiel andersrum wäre, weil ich jetzt das nicht irgendwie gerade durch Zufall schon richtig gemacht hätte, passt übrigens auch hier auf die Polung, die ist einmal schwarz oben, einmal unten. Schauen wir mal. Es geht noch. Okay, also er lenkt jetzt falsch rum. Das ist jetzt der Punkt. Also das heißt, durch das, dass ich es jetzt falsch rum angesteckt habe, fährt er richtig. Aber er lenkt falsch. Das heißt, wenn ich jetzt nach links lenke, fährt er nach rechts. So, heißt für euch, Fahrrichtung richtig, Lenkrichtung einfach nur verdreht, muss ich hier einmal die Dinger hier tauschen. Wenn die Fahrrichtung falsch ist, dann muss ich den Kanal einfach umpolen in der Fernbedienung oder hier die Pole umlöten, was ich jetzt nicht machen will, sondern in der Fernbedienung auf Reverse stellen, also auf rückwärts oder beziehungsweise auf umgekehrt und dann nochmal probieren. Ja, ist also, wie gesagt, bei mir hat es jetzt interessanterweise gleich gepasst. Normalerweise ist es auch so, dass ich es erstmal anstecke, weil ich es ja auch jetzt nicht beschriftet habe. Ich stecke das an und dann lenkt er erstmal falsch oder fährt erstmal in die falsche Richtung. Dann muss ich das halt einmal umstellen. Es ist aber alles einfach nur eine Einstellungssache. Wenn ihr hier was umstellt, bitte noch einmal hier die Nullpunkterkennung dann machen, dass das wieder passt. Und genau, dann funktioniert das alles ganz einwandfrei. Das war's soweit zum Kettenmischer. Das heißt, das Modell an sich ist jetzt schon mal voll und ganz fahrbar. Wir können damit schon mal auf den Parcours eigentlich gehen. Und jetzt wollen wir auch gleich weitermachen. Das heißt, das Modell soll ja kein Panzer werden, sondern es wird ein Kettenmock. Ich habe die Kabine noch gehabt, war eins meiner ersten Modelle. Ja, ich weiß, technisch gesehen fährt das Modell jetzt auch falsch herum, von der Aufhängung her. Aber das ist mir hier tatsächlich relativ Wurst, denn so funktioniert das alles. Und er soll noch mal eine Funktion dazu bekommen. Heißt, wir wollen hier hinten einen Kipper einbauen. Und was brauchen wir für den Kipper? Natürlich den dritten Fahrregler. So, darum soll es aber gar nicht gehen. Das heißt, ich löte jetzt einmal schnell hier diesen Fahrregler ein. Bei den anderen hatte ich immer die Stecker dran. Das hier ist ja das ganze Konstrukt für das Fahren. Hier ist der Motor drin. Der kriegt jetzt einmal den Fahrregler und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Denn ich will ja, dass die Kipperbrücke hoch und runter geht, aber am Ende auch stoppt. Ja? Und da habe ich hier einen Taster schon drin und auf der anderen Seite kommt auch noch mal was rein, dass wenn er unten ist, aufhört. Und dafür möchte ich euch das zeigen, wie einfach und schnell das Ganze geht. Ich löte jetzt schnell das hier ein und dann geht es auch gleich weiter. So, das Ganze ist angelötet und jetzt kriegt er auch noch Strom. Das heißt, wir stecken den hier mit dazu. Ich löte das mal hier zu den anderen zwei Fahrrädern einfach mit dazu. Und dann haben wir auch schon unsere dritte Funktion am Start. Ist auch noch nicht genauso, wie ich das haben will, aber prinzipiell funktioniert es natürlich. So, das testen wir dann auch gleich. Zu. So. Auch der Fahrregler kriegt Strom, hängt am Motor und kriegt jetzt noch einen Empfängerkanal. In dem Fall nehmen wir die 2. So. Das ist der hier drüben. Seht ihr das? Der hier ist die 2. Da hängt jetzt der Kanal mit drauf. So. Machen wir mal an. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Alle piepsen, der Regler leuchtet. So, und der hier läuft.
einen Spindelantrieb. Das heißt, ich habe hier unten das Gegenstück, einfach eine Welle, die wird nach oben und nach unten gedrückt. Oder halt rein und raus gefahren in dem Fall. So, und nachdem sich das Ganze aber natürlich entweder nach oben hin aushängt oder in die andere Richtung einfach nur richtig festfährt und der Motor das auf Dauer nicht möchte, brauchen wir jetzt Endabschalter. So, hier seht ihr nochmal das Licht. Wenn ich jetzt Vollgas gehe, ist es an. Wenn ich hier nur ein bisschen mache, dann ist es aus und dann ist es an. Ja? So, was mache ich jetzt? Ich möchte, dass der Regler ausgeht, wenn mein Kipper oben ist und nur noch in die andere Richtung fährt. Ja, das heißt, ich brauche jetzt nicht einfach einen Stromunterbrecher oder sowas, weil dann geht der Kipper ja nicht mehr zurück. Und auf der anderen Seite möchte ich, wenn er unten ist, dass er auch hier stehen bleibt, einfach festhält, aber in die andere Richtung natürlich wieder weitergeht. Ja? So, ich habe eine, ich sage jetzt mal, mechanisch gelötete Lösung bei meinen Modellen immer drin. Das heißt, ich habe hier diese vorne und hinten immer diese Dinger mit der Fahne. Hier hinten ist schon einer verbaut. Aber hier hängt nichts anderes dran als nur die Kabel. Also das ist schon genauso aus wie hier. Und weil ich jetzt nicht hier großartig was löten will und ich möchte auch mal was anderes probieren, gibt es ein Endlagen-Add-on. So. Dieses Endlagen-Add-on ist auch dementsprechend einfach gestaltet. Das heißt, ihr klemmt das hier einmal zwischen Regler und Empfänger. Und hier habt ihr dann die Anschlüsse Minus, Endlage, Endlage. Und dieses Minus ist nicht das Akku-Minus an sich, sondern ist auf Minus geschalten. Das heißt, ich habe einen Anschluss von beiden Schaltern, vorne und hinten, Minus, geht zu den Schaltern. Und wenn der jetzt hier auslöst und einen Kontakt schaltet, dann kriegt hier Endlage 1 oder Endlage 2 kriegt Bescheid. Stopp! Hier geht es nicht weiter, nur noch in die andere Richtung. Ja? Das ist der Sinn und Zweck dieses Add-ons. Die Geschichte hier mit Löten und Sperrdiode und so weiter, wie gesagt, das ist so, dass die teilmechanische Lösung ist nicht mechanisch, aber die Lösung, die ich ja sonst immer oft habe, die natürlich das Problem hat, ich brauche etwas, was hier diese drei Anschlüsse hat. Dieses Add-on braucht einfach nur einen Kontakt, der geschlossen wird. Das heißt, es spielt hier keine Rolle, ob ihr das mit einem solchen Schalter macht. Und ich habe jetzt hier mal ein Ding. Wenn ihr sowas habt, die haben alle hier so eine Funktion meistens, wo ihr hier mit diesen, schaut aus wie das WLAN-Symbol. Und damit kann ich das testen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Stromkreis schließe. Moment, der jammert hier mir zu viel. Ja, ist ja gut. Wenn ich einen Stromkreis schließe, dann pfeift der. Das heißt, ich zeige es euch einmal an dem Regler hier oder an dem Taster für hinten und für vorne. Das heißt, ich habe jetzt hier das, was wieder zurückgeht und das, was kommt, so gesehen oder andersrum. So, das ist klar. Ist aber überhaupt kein Hexenwerk. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr das auch vorher testen. Das heißt, wenn ich es jetzt ganz links und ganz rechts anstecke, dann habe ich es jetzt schon geschlossen. Das hilft mir natürlich nicht weiter. Das heißt, ich brauche den mittleren und einen äußeren. Ja, davon. Aber ihr könnt natürlich einen anderen nehmen. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Taster. Auch hier können wir es einfach testen. Okay, hier habe ich immer Kontakt. Hier nicht. So, hier habe ich Kontakt, wenn ich taste. Der ist natürlich viel schöner und viel kleiner. Dann habe ich noch hier so einen Taster von so einer Platine. Auch hier müssen wir mal gucken. Wo hier, da ist immer, hier ist nicht immer, oder? So, also, wo ich es anklemmen muss. Das heißt, auf der einen Seite komme ich vom Modul mit dem Minus und dann gehe ich wieder zurück. Und auch hier ist es so, dass ich diesen Kontakt herstellen kann. Also alles, was einen Kontakt herstellt und einen Kontakt schließt, löst den Endanschlag aus. Ihr würdet hier technisch gesehen natürlich auch mit zwei Metallen einfach etwas schließen können. Das heißt, wenn ich sage, ich fahre auf irgendwas drauf, wenn das jetzt hier aus Metall wäre oder ich mache hier eine Metallplatte und sage, in dem Moment, wo der unten ist, habe ich den Kontakt. Geht, habe ich auch schon probiert, aber das Hauptproblem ist hier, der Motor hat immer ein bisschen Nachlauf und der zieht das Teil dann wirklich fest da drauf. Ja? Und wenn ich eben hier jetzt schon relativ am Ende bin mit meiner Spindel, könnte das etwas problematisch werden, weil ich dann doch viel Zug habe. Was ich viel genialer finde, ist das hier.
Und zwar sind das Lead-Kontakte, also sprich Magnetschalter. Die sind so groß wie so eine, Sperrdiode im Endeffekt. Oder wie so ein Widerstand, ein bisschen größer wie so ein Widerstand, wo man sonst bei den LEDs einlötet. Und dazu gibt es jetzt hier auch ein paar Magnete. Gehen wir da oben hin. So. Und jetzt habe ich hier einen Schalter und den kann ich natürlich auch irgendwo unten rein, weil ich habe jetzt nichts Mechanisches mehr und das ist das, was mir am besten gefällt, denn etwas Mechanisches wie jetzt hier diese Fahne kann mir natürlich irgendwann mal rausbrechen, kann irgendwo mal verdrecken, dann habe ich irgendwie Dreck drin, dann löst der nicht mehr aus, macht was kaputt und jetzt gerade zum Beispiel bei meinem Dumper, wenn da die Endabschalter nicht funktionieren, der reißt halt die Kipperbrücke einfach runter. Ja, da nimmt da keine Gefangenen der Motor, der dreht da einfach komplett durch und reißt einem das aus der Hand. Das will ich nicht. So, jetzt habe ich keinen Kontakt und jetzt da kann ich sagen, den montiere ich unten hin oder klebe oben rein und unten mache ich den Magneten hin und wenn der Magnet hinkommt, habe ich den Kontakt geschlossen. Und das ist eigentlich das Geniale, denn hier habe ich nichts Mechanisches. Ich kann es sogar innen reinbauen, weil ich der natürlich ein bisschen eine Deckschicht auch verträgt. Ich kann es lackieren. Er muss nicht direkt drauf liegen, also es reicht, wenn er in der Nähe ist. Also er löst jetzt hier schon aus, was immer. Ja, 2,5 mm sowas bin ich weg und er löst aus. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Nachlauf bis dahin. Ich kann, wie gesagt, ich kann es unten reinbauen. Ob es jetzt hier beim Alu funktioniert, ob das nicht zu dick ist, weiß ich nicht. Muss ich testen. So, geht. Also ich könnte es tatsächlich unten reinbauen und den Magneten hier einfach oben hinkleben und hätte meinen Endabschalter hier vorne schon drin. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? So, aber ich will euch nicht komplett verwirren. Und ich bin mir sicher, wir werden in einem anderen Modell und in einer anderen Anleitung dieses Ding hier nochmal verbauen. Jetzt wollen wir aber das Endlagen-Add-on endlich einbauen. Das heißt, ich nehme einmal meinen Fahrregler. Hier stecke den aus. Stecke an die gleiche Position. Das war der Zweier. Stecke an die gleiche Position hier meinen Endlagen-Add-on. Stecke das hier ein. Auch hier ist es beschriftet. So, schwarz ist unten. Jetzt ist es schon dran. Das war es auch schon, was ich hier großartig machen muss. Jetzt brauche ich einen ganz kleinen Schraubenzieher. Ich muss einmal die Kabel hinmachen. Geht jetzt hier die Folie ein bisschen drüber. Drück mal einfach ein bisschen weg. Machen wir mal. Okay. So. Das heißt, ich habe einmal ein gemeinsames Minus und ich mache jetzt vorne der Einfachheit halber auch einen Taster hin. Okay? Wir machen also hinten einen Taster. Und vorne einen Taster. Was drunter. So. Und jetzt nehme ich von beiden einfach dieses Minuskabel. Ich hoffe, das geht jetzt da rein, weil das ist echt klein. Ansonsten müssten wir es löten und nochmal einen eigenen Ding hinmachen. Ein dünnes Kabel hinmachen. Ich guck gerade mal, ob ich beide da hineinbekomme. Ja, geht. Ist frimmelig, gebe ich zu. Aber es geht. Aber ich schätze, jedes andere Schraubding hätte einfach das Modul natürlich auch unnötig groß gemacht. So. Aber ich hätte ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich löte hier einfach die zusammen und gehe dann auf ein kleines Kabel. So. Heißt, wir haben jetzt Minus. Das heißt, beide Endlagenschalter sind versorgt erstmal mit einem Impuls, mit einem Minusstrom. Und jetzt mache ich mal einen. Den vorderen mache ich mal auf 1 und den hinteren mache ich mal auf 2 und dann sehen wir schon, was passiert. So, 1 und 2. So, das war's auch schon. Das ist das ganze Werk des Endlagen-Add-ons und jetzt sind die beiden hier aktiv. Das heißt, wir schalten das Ganze einmal ein. So, seht ihr hier unten den, seht ihr das? Ja, oder? Ist zu sehen. Also hier unten haben wir die Spindel. Und wenn ich jetzt hier, Moment, ich muss einmal einlernen. Auf 0. So, nochmal. Irgendwo löst er schon aus. Habe ich irgendwo Mist gemacht?
Hä? Einer von beiden. Also der hier löst scheinbar schon aus, weil ich hier irgendwas angestellt habe. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt gleich mit den Kontakten. So, wir machen es einmal schnell aus. Der hintere Schalter hat irgendwie eine Macke. Aber das ist ja hervorragend, denn dann probieren wir das gleich aus. Ich wollte es eigentlich in einem anderen Video machen, aber dann soll es so sein. Dann werden wir den hier hinten hinbauen und den hier halt vorne. Entschuldigt, dass ich jetzt da hier mit den Klemmen noch umeinander arbeiten muss, aber es geht nicht anders. So. Jetzt nehmen wir hier unseren Reed-Kontakt. Gucken. Umbiegen. So. So, hier ist unser Magnet. Hier haben wir unseren Taster. Angeschlossen ist alles. So, schauen wir mal, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ja, das schaut besser aus. Ich mache nochmal die Nullpunkterkennung. Blinkt dreimal. Wunderbar. Also es war der Taster hier hinten, der irgendwie einen Knacks weg hat. Und jetzt kann ich ganz normal in beide Richtungen fahren. Wirklich, dass man es sieht. Also hier ist der Ding. So, und wenn ich jetzt hier einen auslöse, ich sage jetzt mal, müsste der hier sein, genau. Ich fahre jetzt. Der löst aus. Ist immer noch ausgelöst, das heißt, ihr seht, dass es blinkt. Und jetzt kann ich aber in die andere Richtung fahren, bis der hier aufmacht. Und jetzt kann ich wieder in beide Richtungen fahren. Und genau das macht dieses Modul. Wie ihr seht, es ist einfach dazwischen gesteckt. Es sind nur die Kabel dran. Wenn das jetzt so wäre, dass natürlich der hier hinten ist und er auslöst, wenn ich hoch runterfahre, also genau verkehrt rum ist, dann müsst ihr die einfach nur einmal umstecken, die zwei roten Kabel. So, also wir testen es nochmal. Jetzt geht es in beide Richtungen. Wenn ich jetzt nach oben drücke und hier hinten auslöse, dann geht es nicht mehr weiter und er fährt nur noch zurück. Ja? So, jetzt probieren wir das auf der anderen Seite nochmal. Das heißt, wir haben ja hier unten unseren Reed-Kontakt. Ich drehe das mal so ein bisschen, vielleicht seht ihr dann das auch. So, also ich kann wieder in beide Richtungen fahren. Und jetzt löse ich mal unseren Reed-Kontakt hier aus. Hier ist der Magnet. Jawohl. Ah, okay. Aber der hält es nicht dauerhaft, oder? Doch, doch, ich wackel nur. So, also ihr seht, jetzt ist es ausgelöst. Jetzt geht es nur noch in die andere Richtung zurück, bis der hier offen ist. Und hier bleibt er wieder stehen. Ja? Also funktioniert auch einwandfrei. Ich glaube, bei den Kontakten ist ein bisschen frimmelig, weil man natürlich genau gucken muss, dass der Magnet dann auch am Ende des Tages genau da drauf trifft. Aber ihr seht, wenn ich hier in die Nähe komme, das Modul löst immer aus den Endanschlag, genauso wie wenn ich eben einen Taster drücke. Ja? Also, das funktioniert einwandfrei und genau, ich baue das Ganze jetzt einmal zusammen mit den fertigen Endanschaltern und dann zeige ich euch das nochmal, würde ich sagen. Soweit ist jetzt alles drin. Wir haben hier hinten, habe ich den Endschalter jetzt mal gelassen, habe einfach neu hingelötet, einen neuen Schalter. Und hier habe ich jetzt den mal provisorisch hier außen hingeschraubt. Der bleibt nicht hier außen, schaut behämmert aus, aber hier kann man jetzt natürlich schön die Funktionsweise dann sehen. Und jetzt bauen wir einmal die Brücke hier ein. So. Ja, ist gut. So, wir sollten das Modell natürlich auch einmal anmachen. So. Jawohl. Machen wir hier schon mal ein bisschen rein. Die Befestigung hier hinten rein. Und was ich immer empfehle, ist vorher mal zu testen, ob es auch wirklich so funktioniert. Das heißt, ich fahre einmal runter und drücke hier gleich mal drauf. Okay, geht. Ich fahre hoch und bevor er da ist, drücke ich schon mal drauf. Denn jetzt kann ich natürlich noch viel besser reagieren, als wenn ich hinten dann merke, okay, bin jetzt auf Vollzug drauf gefahren. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal. So, Fernbedienung sieht man glaube ich auch. Das heißt, ich kann jetzt hier runterfahren, der drückt den Taster
bleibt einfach stehen. Also hier passiert gar nichts mehr, aber ich kann in die andere Richtung hochfahren, bis ich hier hinten den Taste drücke. Machen wir nochmal. Ich glaube, hat sich richtig gesehen. Hier ist der Taster. Der wird gedrückt. So, es passiert nichts mehr, aber ich kann einfach wieder nach unten fahren. Und genau dafür ist das Modul gut. Es ist furchtbar einfach zu installieren. Ihr habt es gesehen. Ich habe im Endeffekt hier einmal die Schalter mit drei Kabeln bestückt. Und ansonsten wird es einfach nur dazwischen geschalten. Und schon funktioniert dieser End-Up-Schalter einwandfrei. Das war auch schon der ganze Zauber. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch was mit. Und ihr unterstützt natürlich mich und meinen Kanal für neue Projekte. Kostet euch natürlich gar nichts. Und in den nächsten Videos möchte ich euch ein bisschen zeigen, nochmal die anderen Module für Licht, die unterschiedlichen Fahrregler, wo so die Unterschiede liegen, was welcher kann und warum ich den nehmen sollte. Genau. Und ich hoffe, ansonsten hat es euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.